Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute in dem nächsten Teil oder ja, das Folgevideo zur DJI Mavic 3 Nachzertifizierung, also um den Prozess, um da ein C1 Logo drauf zu bekommen. Und vorweg, weil es einige Nachfragen gab bei der DJI Mavic 3 Classic, braucht ihr das nicht machen. Diese Drohne ist schon zertifiziert ab Werk. Die DJI 3, also Mavic 3, hat das nicht. Da muss man leider die Nachzertifizierung durchführen. Ich hatte in dem vorherigen Video oder in einem der vorherigen Videos euch gezeigt, was man da machen muss. Da gibt es eine Internetseite, wo man dann ein paar Daten ausfüllen muss. Das ist alles kein Hexenwerk. Danach gibt es eine Seite, die ich euch hier mal eben zeige. Da ist halt der Prozess noch ein bisschen beschrieben. Ihr seht hier, mir ist das Label geschickt worden und ich muss jetzt noch Fotos hochladen. Ja, das ist geschickt worden. Ich habe hier so einen tollen, ich zeige euch das mal hier, so einen tollen, flabberigen Umschlag aus Holland bekommen, sogar mit handgeklebter Briefmarke. In dem waren eine Anleitung, ein Hinweis, dass man doch bitte die Drohnenregeln zu beachten hat, wenn man fliegt, und eine Anleitung, wo das Ganze aufzukleben ist. Ihr seht das hier einmal auf der Verpackung und auch auf dem Karton. Und ihr seht, was da auf der Drohne noch aufzubringen ist. Das ist eigentlich das Wichtige. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Und ihr seht schon, ich habe hier die Aufkleber liegen. Dieses V2.0, das kommt auf die Verpackung drauf. Kann man da drauf kleben, wenn man es mag. Dann gibt es hier noch so einen Aufkleber. Den kann man auch auf die Verpackung draufkleben, wenn man das unbedingt möchte. Das ist jetzt nicht so entscheidend, aber wichtig sind diese drei Aufkleber. Da ist einer, der hier auf den Arm drauf muss. Einer, der hier ganz in schwarz, der muss hier in das Batteriefach geklebt werden. Und dann gibt es noch einen Aufkleber, der muss an der Seite. Das ist, dass die Drohne jetzt nicht mehr so ganz laut unterwegs ist. Wir fangen mal an. Ich werde mir hier mal die Arme ein bisschen einklappen, damit wir besser arbeiten können. Und dann werde ich hier das Ganze mal anfangen mit dem inneren Aufkleber. Das muss also abgedeckt werden, was da drauf ist oder was da zu sehen ist, damit diese Daten halt nicht mehr zu sehen sind. Und das machen wir jetzt mal. Das wird wahrscheinlich hoffentlich relativ einfach gehen. Ja, ein bisschen tricky ist es dann doch wieder. So, wir wollen es ja auch relativ ordentlich haben. Und wenn es ordentlich sein soll, ist es scheinbar dann doch nicht ganz so einfach. Ihr seht, das ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Jetzt haben wir es aber hier einigermaßen drüber. Wir machen das jetzt hier so zu. Und ihr seht, das wird einfach schwarz abgedeckt. Da sieht man nachher nichts mehr von den Daten, die vorher drauf sind. Das wird beim Akku kein Problem machen. Der rutscht da drüber. Dann haben wir hier den Arm, den wir bekleben müssen. Da gibt es hier diesen Aufkleber für. Den werden wir hier auch gleich mal eben aufkleben. So. Das geht natürlich auch relativ einfach. Da gibt es auch keinen anderen, der da abgedeckt werden muss. Wir kleben das hier einfach drauf. Sieht aus wie original. Und hier seht ihr auch schon, da ist das C1-Logo drauf. Das sieht ganz nett aus. Hauptsache, das Ganze ist auch von Dauer. Und dann müsst ihr halt auf der Seite hier noch den Aufkleber aufbringen. Das Ganze ist jetzt nicht mehr so laut scheinbar unterwegs wie vorher. Einfach ein Aufkleber von der Lautstärke. Ja, das ist eigentlich schon alles, sollte man meinen. Aber ihr habt hier auf der Internetseite, ich zeige euch das ja nochmal, gesehen, hier muss man Fotos hochladen. Und man muss hier tatsächlich drei Fotos machen. Und zwar müssen die das sehen, dass man den Aufkleber 3, den Aufkleber 4 und da den Aufkleber 5 erstellt hat. Ich werde das jetzt hier mal eben fotografieren mit meinem Handy, damit wir dann dem Ganzen auch Genüge tun.
dass da die Firma DJI Ruhe gibt und ich eine zertifizierte Drohne habe. So, und dann von innen auch noch. Ich hoffe, das reicht denen. So, dank AirDrop werde ich jetzt mal die Bilder eben an meinem Mac hochladen. So, jetzt haben wir die Bilder hochgeladen und umgewandelt in JPEG. Jetzt können wir uns die mal eben hier reinziehen. Alle drei das Ganze öffnen. Die Bilder werden jetzt hier hochgeladen. Ja, und jetzt werden wir das Ganze übertragen. Das ist jetzt erfolgreich durchgeführt. So, und jetzt wird jemand sich bei DJI anschauen, ob das auch alles so seine Ordnung hat. Und dann werde ich halt informiert, dass das Ganze okay ist. Dann gibt es halt dann nachher in der App den entsprechenden Hinweis, dass das jetzt eine C1-Drohne ist und ich halt in der C1-Klasse damit fliegen kann. Sobald ich das habe, wird es einen dritten Teil geben, dann ist der Prozess endlich abgeschlossen. Da werde ich euch natürlich wieder teilhaben lassen und dann könnt ihr schauen, wie das Ganze so vonstatten geht. Nochmal der Hinweis, macht euch nicht die Arbeit, wenn ihr die DJI Mavic 3 habt, sucht da nicht groß nach, da braucht ihr das nicht machen. Nur bei der DJI Mavic 3, ne, die halt ohne mit Teleobjektiv hier vorne drin, da erkennt man es, kein Classic hier stehen hat. Das geht auch nicht mit der Mavic 2 RS oder R2S oder wie sie alle heißen. Das müsst ihr nur haben oder machen, wenn ihr mit der Mavic 3 unterwegs seid. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen. Der Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Das dauert halt alles, bis die Regularien erfüllt sind. Wenn euch das trotzdem etwas weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr kennt das, abonniert den Kanal, aktiviert euch die Glocke dazu. Dann verpasst ihr keines der zukünftigen Videos und ich freue mich, wenn ich euch zu einem der nächsten Videos dann auch begrüßen dürfte und sage Tschüss, bis dahin.